Die Schaufensterkrankheit ist eine Folge von Gefäßschädigungen. Gefäßschädigungen entstehen durch Risikofaktoren. Die Hauptrisikofaktoren, die wir kennen, sind Zigarettenrauchen, hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit und erhöhte Cholesterinwerte im Blut. Wenn diese zusammenkommen mit Lebensumständen, mit weniger Bewegung, Übergewicht, kann es dazu kommen, dass sich Ablagerungen in den Gefäßen bilden, die dafür sorgen, dass das Blut nicht so fließt, wie es fließen soll. Und die Muskulatur, zum Beispiel in den Beinen, die Sauerstoff bei der Arbeit braucht, nicht ausreichend versorgt wird. Die Patienten können nicht weit genug laufen, bleiben vor Schaufenstern stehen, können nicht weiterlaufen, tun so, als würden sie ins Schaufenster gucken. Eigentlich interessiert es sie gar nicht. Sie warten, bis der Schmerz weggeht. Die Schaufensterkrankheit ist eine chronische Erkrankung. Da spielt auch Vererbung eine Rolle. Man kann sie nicht heilen, sondern wir können nur dafür sorgen, dass die Durchblutung wieder besser wird. Die Krankheit selber können wir nicht beseitigen. Das bedeutet, dass die Patienten auch in Gefahr sind, sowohl was die Extremitäten angeht, also was die Beine angeht. Sie können die Beine verlieren und Patienten können auch an der Schaufensterkrankheit, das heißt an den Spätfolgen, den Komplikationen, versterben. Also Beschwerden, so wie sie geschildert werden, mit Kribbeln und nachts, sind in der Regel keine Zeichen einer Durchblutungsstörung. Schaufensterkrankheit macht Beschwerden, Durchblutungsstörung macht Beschwerden beim Laufen, bei Belastung, wenn die Sauerstoffzufuhr nicht ausreichend ist. In Ruhe reicht es in der Regel. Diese Beschwerden deuten eher auf etwas, was mit den Nerven zu tun hat oder auch auf orthopädische Gründe zurückzuführen ist.